Im heutigen Video möchte ich das Thema des letzten Videos fortsetzen. Es wird also wieder um das Thema Lügen gehen, das vor allem bei komplex traumatisierten Menschen eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit Überlebensstrategien spielt. Also es ist eine Überlebensstrategie für sie. Lügen sind ja sonst sehr negativ konnotiert. Sie beschädigen auch ein Vertrauensverhältnis, aber sie erfüllen eben vor allem bei traumatisierten Menschen eine oder mehrere Funktionen. Deshalb sollte man sich nicht gleich dafür verurteilen, ohne die Hintergründe zu verstehen. Das heißt nicht, dass es okay ist zu lügen. Das hat ja auch oft sehr negative Konsequenzen und schädigt eben auch eine Beziehung, auch die Beziehung zu sich selbst. Wenn wir uns ständig selbst belügen, können wir uns auch selbst nicht mehr vertrauen. Es ist aber wichtig, dass ihr versteht, dass Lügen eben auch einen Grund haben. Das soll aber keine Rechtfertigung dafür sein, diese dysfunktionale Strategie ewig beizubehalten. Wichtig ist aber, dass ihr euch das Ganze bewusst macht und das versteht. Also das steht immer am Anfang. Und dann kann man eben auch langfristig gesündere Strategien entwickeln, die das ständige Lügen überflüssig machen. Ich knüpfe jetzt also an das erste Video an und mache weiter mit dem sechsten Grund, der komplex traumatisierte Menschen dazu veranlasst, zu lügen. Und das ist toxische Scham. Toxische Scham kommt durch Beschämung, die als traumatisch erlebt wurde, zustande. Wenn ihr also als Kind sehr stark mit Beschämung erzogen worden seid, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr unter toxischer Scham leidet, groß. Es gibt auch eine gesunde Scham, die eine Schutzfunktion hat. Sie sorgt dafür, dass wir unser Verhalten hinterfragen können und dass wir uns auf diese Weise eben auch entwickeln können. Aber Scham kann eben auch krankhaft sein, wenn wir uns zum Beispiel für unsere Eigenschaften oder auch für Situationen, in denen wir gescheitert sind oder für unsere Schwächen oder vermeintlichen Schwächen schämen. Dann kann es zu diesem Grundgefühl kommen, dass etwas mit uns nicht stimmt, dass wir nicht richtig sind oder irgendwie kaputt oder andersartig. Dann gehört die Scham zu unserer Identität. Und wir sind der Überzeugung, dass wir jemand sind, der sich für sein So-Sein schämen muss. Und das ist natürlich ein grausamer Gedanke, weil Scham ja das Gefühl ist, vom Erdboden verschwinden zu wollen. Der Psychologe John Bradshaw hat das Buch »Wenn Scham krank macht« geschrieben, in dem es um toxische Scham geht. Pete Walker, dessen Buch über komplexe PTBS ich gerade lese, geht auch sehr ausführlich auf das Thema ein. Und im Zusammenhang mit dem Thema Lügen spielt Scham eine Schlüsselrolle. Denn wenn ihr der Überzeugung seid, dass ihr jemand seid, der sich für sich selbst schämen muss, dann werdet ihr versuchen, alles dafür zu tun, dass andere euch nicht so sehen, wie ihr wirklich seid, dass andere quasi nicht euer Selbst kennenlernen, weil ihr ja der Auffassung seid, dass das etwas Beschämendes ist. Die Tragweite dieser negativen Überzeugung ist enorm. Deshalb ist es wichtig, dass ihr die Dynamik dahinter versteht. Wenn jemand, der nicht unter toxischer Scham leidet, Probleme mit etwas hat, also mit etwas zu kämpfen hat oder wenn er an etwas scheitert, etwas nicht schafft, dann denkt er sich, oh, ich habe mit einer Sache Probleme oder aha, ich habe etwas nicht geschafft. Und dann kommt, dann muss ich noch etwas lernen, um das zu schaffen. Oder es wäre sinnvoll, wenn ich mir da helfen lassen würde. Oder solche Dinge eben, konstruktive Dinge eben. Menschen mit toxischer Scham denken in der gleichen Situation, ich habe Probleme oder ich habe versagt, weil ich so kaputt bin. Oder ein schlechter Mensch, ein Schwächling oder dumm oder wertlos. So bin ich einfach. Daran liegt das, das kann ich gar nicht hinkriegen. Das ist ein sehr statisches Selbstbild. Dazu gibt es auch ein spannendes Buch von Carol Dweck. Darüber werde ich sicher auch noch Videos machen. Gesünder wäre eben ein dynamisches Selbstbild, das nicht diese negativen Selbstüberzeugungen beinhaltet, die einen auf negative Dinge festlegen, sondern davon ausgeht, dass man etwas verändern kann. Auch bei psychischer Gesundheit ist es so, dass es diese Überzeugung gibt, ja, wenn man nicht gesund ist, ich bin kaputt. Und dahinter stecken aber eigentlich dysfunktionale Strategien. Das führt zu den Symptomen. Und diese Strategien hat man entwickelt, um zu überleben, nachdem man Dinge erlebt hat, die man nicht richtig verarbeiten konnte. Darüber habe ich in dem Video über das Buch Stressorbasierte Psychotherapie ja schon ausführlich gesprochen. Das Video heißt, das Symptom ist nicht das Problem. Ich verlinke es euch natürlich in der Videobeschreibung. Und das ist eben eine ganz wichtige Sache.
Wir können dazulernen, sonst würden ja Therapien nicht funktionieren. Bei einer Therapie ist es ja nicht so, dass euch ein Therapeut oder eine Therapeutin quasi ein Zaubermittel einträufelt und dann geht es euch besser, sondern ihr erhaltet da ganz konkret Tools, also Werkzeuge an die Hand. Und das sind eben gesunde Alternativen zu den bisherigen dysfunktionalen Strategien. Und ihr bearbeitet die unverarbeiteten Dinge, die Stressoren nach. Wenn ihr aber die Überzeugung habt, dass ihr kaputt seid, dass ihr böse seid oder schwach oder was auch immer, also wenn ihr denkt, dass ihr irgendetwas seid, dann werdet ihr nicht wirklich in der Lage sein, an euch zu arbeiten oder etwas nochmal auszuprobieren. Vergleicht mal die Überzeugungen, ich bin total kaputt und ich verwende Strategien, die nicht sinnvoll sind und mich sehr stark einschränken. Bei welcher Überzeugung würdet ihr sagen, ja Mensch, da kann man was machen, da kann man was ändern? Wenn ihr in der toxischen Scham stecken bleibt, dann betreibt ihr eigentlich Gaslighting an euch selbst. Gaslighting ist ja eine Form von psychischer Gewalt, bei der jemand versucht, euch etwas zu erzählen, was euch an euch zweifeln lässt. Da wird dann mit Lügen, Leugnen und Einschüchterungsversuchen gearbeitet und eben sehr viel mit Beschämung. Und das macht ihr dann eigentlich mit euch selbst, wenn ihr an toxischer Scham festhaltet. Also wenn euch jemand über euch selbst etwas erzählt, was nicht stimmt. Der Ausdruck Gaslighting geht übrigens auf den Film Gaslight aus dem Jahr 1944 zurück. Das ist ein Psychothriller mit Ingrid Bergman und Charles Boyer. Und genau, kann ich empfehlen. Also toxische Scham ist ein Muster, das ihr aus eurer Kindheit beibehaltet. Damals seid ihr beschämt worden und ihr konntet nichts dagegen tun, weil ihr ja auch nicht wusstet, dass das Quatsch ist und nichts mit der Realität zu tun hat. Ihr wart diesen Beschämungen damals ausgeliefert und habt alles geglaubt, was man euch über euch selbst erzählt hat. Und wenn ihr das alles im Erwachsenenalter beibehaltet, ist das eben die toxische Scham, die euch davon abhält, euch zu entwickeln und dazuzulernen. Und toxische Scham ist vermutlich auch der entscheidendste Faktor, der dazu beiträgt, dass man als komplex traumatisierter Mensch so stark eingeschränkt bleibt. Man ist ja dann der Überzeugung, dass man so ist. Das sind Überzeugungen, die man eben in der Kindheit erworben und beibehalten hat. Das ist so eine wichtige Sache, die man unbedingt verstehen muss. Und in so einem Fall muss man sich immer und immer wieder bewusst machen, dass man ein wertvoller Mensch ist, der nicht falsch oder in seinem Kern böse oder dumm oder was auch immer ist. Jeder Mensch trägt seinen Wert und seine Würde in sich und wir sind auch dann wertvoll, wenn wir irgendwas nicht schaffen, wenn wir scheitern oder ja, oder sonst was. Jeder Mensch verdient Hilfe, jeder Mensch kann sich weiterentwickeln und keiner ist da anders als die anderen. Also es gibt niemanden, der das nicht verdient. Komplex traumatisierte Menschen sind aber oft der Auffassung, dass sie nicht um Hilfe bitten dürfen. Sie sind oft der Überzeugung, dass alles Schlimme, das ihnen zustößt, passiert ist, weil irgendwas mit ihnen nicht stimmt. Und das führt eben zu ganz unguten Dynamiken. Ich habe euch schon im letzten Video erzählt, dass ich jemanden kenne, der darunter leidet, dass er es sich selbst nicht erlaubt, krank zu sein. Er denkt dann immer, dass er nur simuliert, weil ihm das als Kind oft unterstellt wurde. Da musste er dann in die Schule gehen, auch wenn er gesagt hat, dass es ihm nicht gut ging. Er musste sich dann mal in der Schule sogar übergeben und all solche Sachen. Und damals hat er eben gelernt, sich selbst zu verleugnen, wenn es um körperliche Beschwerden ging. Gerade Jungs oder Männer kriegen ja oft so Dinge zu hören wie stell dich nicht so an, was bist du für ein Weichei und so weiter. Und letztendlich ist ja auch das Narrativ der Männergrippe etwas, das Männer beschämen soll. Ich meine, was nützt es, wenn wir uns als Frauen über etwas lustig machen? Trägt es wirklich dazu bei, dass wir uns besser fühlen oder stärker oder belastbarer? Na, also zumindest sollte man sich das fragen, wenn man sich wieder mal über die Wehleidigkeit von Männern lustig macht oder über die vermeintliche Wehleidigkeit. Um nochmal zur toxischen Scham zurückzukommen. Bei toxischer Scham geht ihr davon aus, dass eure beschämende Persönlichkeit, euer kaputter Kern, die Ursache für all die unangenehmen und schlimmen Dinge ist, die euch zustoßen. Das ist natürlich Quatsch. Jedem Menschen passieren doofe Dinge und damit muss man umgehen lernen. Auch der Gedanke, dass man sich einfach nicht genug Mühe gibt, kann von toxischer Scham kommen. Und toxische Scham führt eben dazu, dass wir uns und unseren vermeintlich beschämenden Kern verstecken wollen. Dass wir deshalb auch lügen, aus Scham.
Oft ist man sich dann auch gar nicht dessen bewusst, dass man lügt, weil man das schon immer so gemacht hat, um eben diesen vermeintlich beschämenden Kern zu verstecken und sich auf diese Art und Weise zu schützen. Wenn man nicht von toxischer Scham betroffen ist, wird man das nur ganz schwer verstehen können. Deshalb erkläre ich das auch relativ ausführlich. Es geht bei diesem Muster darum, dass man sich zunächst selbst belügt, nämlich indem man sich erzählt, dass etwas mit einem nicht stimmt. Das ist ja eine Lüge, die man von diesen Beschämungen in der Kindheit übernommen hat. Aber es ist eine Lüge, die dann zu dieser falschen Überzeugung, dass etwas mit einem nicht stimmt, führt. Und dann im nächsten Schritt belügt man eben auch noch andere Menschen, um diesen vermeintlich kaputten Kern, der ja eigentlich eine Lüge ist, also der auf einer Lüge basiert, zu verstecken. Ihr seht also, es ist komplex. Der siebte Grund, der komplex traumatisierte Menschen dazu veranlasst zu lügen, ist eine Lüge, die eigentlich ein Problem lösen soll, aber zusätzliche Probleme schafft. Und es ist eine Lüge, die für andere oft total offensichtlich ist. Das klingt jetzt total kompliziert, aber ich gebe euch mal ein Beispiel, dann versteht ihr, was ich meine. Stellt euch vor, eine Freundin, die ihr sehr gern habt, ist mit jemandem zusammen, der sie schlägt. Und in eurem Freundeskreis ist das bekannt, weil man das sieht. Sie hat zum Beispiel Verletzungen, blaue Flecken oder so. Also alle wissen das und sagen, hey, bitte verlass den Typen. Aber die Person bleibt bei ihm, weil sie auf diese Weise versucht, ein anderes Problem zu lösen. Zum Beispiel finanzielle Sorgen. Also sagen wir mal, der Mann, der sie so schlecht behandelt, hat Geld und versorgt sie. Und das ist der Grund, warum sie bei ihm bleibt. Also finanzielle Abhängigkeit in diesem Fall. Oder emotionale Abhängigkeit, das ist ein noch häufigerer Grund. Das heißt natürlich nicht, dass man in ungesunden Beziehungen bleiben sollte. Aber es ist eben ein häufiger Grund, der komplex traumatisierte Menschen dazu veranlasst, zu lügen, um quasi eine Lösung, die aber dysfunktional ist, zu schützen, beibehalten zu können. Dann sagt eure Freundin zum Beispiel, ach nein, alles ist gut oder er schlägt mich überhaupt nicht oder sogar, er hat aber auch wirklich einen Grund zuzuschlagen. Ich habe ihm allen Grund dazu gegeben, ich habe ihn provoziert. Und das sind eben Lügen. Das gleiche gilt übrigens für Süchte. Wenn jeder sieht, dass ihr ein Alkoholproblem habt, das für euch aber eine Lösungsstrategie ist, dann werdet ihr diese Lösungsstrategie schützen, wenn ihr keine Alternative kennt. Und dann kann es eben sein, dass man diese Sucht leugnet und da lügt. Dass ihr sagt, nein, ich trinke gar nicht so viel oder ich konnte gestern nicht, weil ich so müde war, obwohl ihr eigentlich total betrunken wart oder ähnliche Dinge. Ich möchte auch Suchtmittelmissbrauch nicht rechtfertigen, aber ich will euch erklären, wie das zusammenhängt. Ein Süchtiger kann nicht einfach seine Bewältigungsstrategie aufgeben. Sie ist ja die Lösung für ein Problem. Keine gute oder gesunde Lösung, aber eine Lösung. Und die wird verteidigt, auch mit Hilfe von Lügen. Was nämlich Außenstehenden ganz offensichtlich als Problem erscheint, ist für den Betroffenen eben oft eigentlich eine Lösung. Und dann lügt man eben, um etwas zu verschleiern, weil man genau weiß, dass man dafür verurteilt werden würde, wenn man zugeben würde, dass man trinkt oder mit einem Gewalttäter zusammenbleibt. Und hier ist es natürlich auch wichtig, sich Hilfe zu holen, um da rauszukommen. Wenn man nicht an den Ursachen, also den Stressoren, arbeitet und diese unverarbeiteten Dinge aufarbeitet und sich neue gesunde Strategien aneignet, dann wird es schwer sein, da rauszukommen. Grund Nummer 8, der komplex traumatisierte Menschen zum Lügen veranlasst, ist auch eine Lüge, die einem eigentlich bewusst ist, also eine offensichtliche Lüge. Und zwar lügt man da im Zusammenhang mit eigenen Verhaltensweisen, die eigentlich traumabedingt sind. Wenn ihr also getriggert werdet und entsprechend reagiert, dann versucht ihr das zu verschleiern und erklärt das auf eine andere Weise. Wenn ihr zum Beispiel in eine Freeze-Reaktion rutscht, weil ihr überfordert seid und da zumacht und nicht mehr auf etwas reagieren könnt, zum Beispiel eine Nachricht nicht beantworten könnt oder ja, irgendeine Frage nicht beantworten könnt, dann erklärt ihr danach, dass ihr schon eingeschlafen wart oder unterwegs wart oder sehr viel arbeiten musstet oder so. Und bei komplexer PTBS leidet man ja öfter und unter emotionalen Flashbacks. Das ist ähnlich wie bei der herkömmlichen PTBS, aber eben stärker auf der emotionalen Ebene. Bei der PTBS hat man ja häufig Flashbacks, bei denen visuelle und auditive Erinnerungen hochkommen. Wenn jemand zum Beispiel eine Kampfsituation im Krieg erlebt hat, kommen dann häufig Bilder oder Geräusche hoch.
Oder man hat Albträume, die einen zurück in den Krieg versetzen und so weiter. Und bei der komplexen PTBS oder bei Entwicklungstrauma kommt es eben zu emotionalen Flashbacks. Da spürt ihr, dass euer Körper, also euer Nervensystem, auf eine Situation in der Vergangenheit reagiert, aber man hat diese visuelle Komponente nicht. Also man spürt die Emotion, aber man sieht keine konkrete Situation vor Augen. In einigen Fällen kann das schon sein, bei konkreten traumatischen Erfahrungen, aber oft ist es eben nur dieses Gefühl und man kann das gar nicht so richtig zuordnen. Ihr seid dann immer noch in dem Raum, in dem ihr gerade tatsächlich seid. Also ihr nehmt alles um euch herum noch wahr, aber emotional und körperlich seid ihr quasi in der Vergangenheit. Das können zum Beispiel Wutausbrüche sein oder Dissoziationen, also dass ihr so weggetreten seid. Es kann Panik sein oder Zumachen, also Rückzug. Es kann sich wie eine Lähmung anfühlen. Es kann sein, dass ihr plötzlich ganz klapprig werdet, also eure Beine richtig zittern und ihr eigentlich weglaufen wollt und so weiter. Und wenn ihr diese unangenehmen Dinge erlebt, die einen ja auch stark einschränken und die manchmal auch von außen sichtbar sind, dann müsst ihr das ja irgendwie erklären. Es wäre total schön, wenn jeder ganz offen sagen könnte, hey, ich habe gerade einen emotionalen Flashback, ich zeige gerade eine Traumareaktion. Aber das machen wir natürlich nicht, weil das leider auch sehr schambehaftet ist und noch andere Implikationen hat. Dazu komme ich später noch. Stattdessen sagen wir dann so Dinge wie, ich habe mir den Magen verdorben und mir ist etwas schlecht. Oder ich muss mal auf Toilette. Oder ich bin so müde. Oder ich muss kurz telefonieren. Und so weiter. Das Problem ist auch oft, dass viele komplex Traumatisierte gar nicht verstehen, was gerade mit ihnen passiert. Sie sind sich dessen nicht bewusst, dass sie einen emotionalen Flashback haben und getriggert wurden. Und das ist dann natürlich doppelt gruselig, weil man in dem Fall selbst nicht versteht, was gerade mit einem los ist. Und auch dann wird versucht, das irgendwie so zu erklären, dass es für die anderen passt, dass man da keinerlei Aufmerksamkeit erregt und keine Sorgen bereitet. Aber das ist ein eigener Punkt. Und komplex traumatisierte Menschen sind verdammt gut darin, irgendwelche Traumareaktionen mit plausiblen Geschichten zu erklären. Sobald man sich selbst nicht dessen bewusst ist, dass was gerade mit einem passiert, ist es natürlich auch so, dass man sich selbst diese Traumareaktionen auf eine mehr oder weniger plausible Art und Weise erklären will. Wir Menschen müssen uns immer alles erklären, sonst macht uns das total kirre, weil wir uns dann unsicher fühlen. Und dann erklären wir uns unsere Reaktionen oft damit, was in einer bestimmten Situation passiert ist. Das kann sehr ungesunde Folgen haben. Wenn wir zum Beispiel in eine Fight-Reaktion rutschen und zuschlagen, dann kann es sein, dass wir uns das damit erklären, dass die andere Person uns tatsächlich derart provoziert hat, dass wir das machen mussten. Das ist natürlich Quatsch und es hält uns davon ab, an unseren eigenen Triggern zu arbeiten. Es gibt also zwei Möglichkeiten. Entweder ihr wisst selbst gar nicht, dass ihr gerade einen emotionalen Flashback erlebt und erklärt euch das dann auf eine Weise, die nicht der Wahrheit entspricht. Oder ihr seid euch dessen bewusst, dass ihr gerade getriggert wurdet und einen emotionalen Flashback erlebt, aber ihr möchtet das vor anderen verstecken und lügt dann eben, um das tun zu können, um also eure Traumareaktion zu verstecken, zu verschleiern. Und das ist in einigen Fällen ja auch vollkommen legitim. Ihr wollt vielleicht nicht, dass euer Chef von eurer komplexen PTBS weiß, und das ist ja auch nachvollziehbar, weil es eben bedeuten könnte, dass euch sonst Nachteile dadurch entstehen. Und dann sagt ihr vielleicht so etwas wie, ich konnte letzte Nacht nur 3 Stunden schlafen und ich bin so müde. Und eigentlich dissoziiert ihr aber eigentlich gerade, weil ihr getriggert wurdet. Dann erklärt ihr euer Verhalten und euren Zustand auf eine Weise, die das, was gerade ist, zwar rechtfertigt, aber eben nicht der Wahrheit entspricht. Und da muss man ganz klar sehen, dass das auch ein Systemproblem ist. Ein gesellschaftliches Problem. Wir müssen in einigen Fällen vielleicht tatsächlich lügen, damit uns keine Nachteile entstehen. Und das ist schlimm, dass manche Menschen quasi dazu gezwungen werden zu lügen. Aber es gibt eben leider immer noch so viele Vorurteile im Hinblick auf psychische Gesundheit. Das ist diese Sache, die ich zuvor ja schon angesprochen habe, dass man ein falsches Verständnis von psychischer Gesundheit hat. Dass man denkt, dass das etwas Statisches ist, anstatt zu sagen, hey, daran kann man arbeiten. Da geht es darum, alte Stressoren aufzuräumen und dysfunktionale Strategien zu ersetzen. Wenn wir da ein anderes Verständnis hätten und einen konstruktiveren Umgang damit finden könnten, wäre sicher vielen geholfen. Ich hatte zu dem Thema am letzten Wochenende ein interessantes Erlebnis.
Da hatte ich eine Diskussion, bei der es um einen Mülleimer im öffentlichen Raum ging. Ich wohne in einem sehr schönen Gebiet, in dem auch Touristen unterwegs sind, vor allem Kletterer. Und ich komme jeden Tag an einer Stelle vorbei, die sehr oft zugemüllt wird. Da steht am Fuße einer Felswand ein Tisch mit Bänken, aber kein Mülleimer. Deshalb liegt da immer sehr viel Müll rum und ich fand, dass da definitiv ein Mülleimer hingehört. Ich sammle den Müll da auch immer ein und trage ihn einen halben Kilometer weit zum nächsten Mülleimer. Und das könnte in meinen Augen besser gelöst werden. Ich bin auch überzeugt davon, dass die Leute den Mülleimer nutzen würden, wenn da einer wäre. Und dann hat in dieser Diskussion eben ein Diskussionsteilnehmer gemeint, dass da aber kein Mülleimer hin sollte, weil der dann sicher ständig überquellen würde, weil die Leute dann alle ihren Müll da reinwerfen würden. Also auch die, die ihren Müll jetzt noch wieder mit nach Hause nehmen, weil da kein Mülleimer ist. Als ich gefragt habe, was dann eine bessere Lösung wäre, meinte er, dass da zum Beispiel ein alter Feldwebel außer Dienst, der da Patrouille laufen könnte. Aber der kann ja da nicht Tag und Nacht rumlaufen und das Ganze würde dann auch alle unter Generalverdacht stellen und alle würden überwacht werden. Und das steht ja in keinem Verhältnis. Und ich finde, dass das so ein schönes Bild für dysfunktionale Strategien war, weil da eben diese kontrollierende Strategie vorgeschlagen wurde, die aber völlig überzogen ist. Wenn mal was neben dem Mülleimer liegt, schmeiße ich das gerne da rein und wenn der Mülleimer mal überquillt, dann ist das eben so. Das passiert bei ganz vielen Mülleimern. Der Mülleimer wird ja auch irgendwann geleert und dann ist das Problem gelöst. Und das ist ein sehr schönes Bild für den konstruktiven Umgang mit einem Problem, finde ich. Das nur mal so als kleiner Exkurs, der mir dazu gerade eingefallen ist. Ich liebe ja solche bildhaften Vergleiche, weil sie einem einiges bewusst machen können. Grund Nummer 9 für Lügen im Zusammenhang mit komplexer Traumatisierung ist, dass man auf die Gefühle des anderen Rücksicht nimmt und deshalb lügt. Man lügt also im Prinzip, damit sich keiner Sorgen machen muss und man sich nicht auch noch darum kümmern muss, die anderen beruhigen zu müssen. Man will also keinen stressen. Man geht dann davon aus, dass es die eigene Pflicht ist oder die eigene Aufgabe, die ganze Zeit okay zu sein, sich gut zu fühlen und keinem Sorgen zu bereiten. Es geht darum, dass man keinen mit den eigenen Problemen belasten will und dass man möchte, dass der andere eben gar nicht mitbekommt, dass man ein Problem hat. Ihr sucht dann irgendwas, um eure Ruhe zu haben und mit eurem Problem alleine zu sein, um niemanden zu beunruhigen. Und das ist eigentlich auch ein gesellschaftliches Problem, weil wir eben ganz stark dieses Bild von ständig glücklichen Menschen als Ideal verinnerlicht haben. Probleme machen uns dann Angst und bereiten uns Sorgen, auch wenn es die Probleme anderer Menschen sind. Klar, wir wollen nicht, dass es einem geliebten Menschen schlecht geht, aber manchmal ist das eben so. Und das ist ganz normal und da kann man ja auch wieder rauskommen. Aber sicher nicht dadurch, dass man das Problem verleugnet, sondern dadurch, dass man damit umgehen lernt oder umgeht. In dem Fall ist es wichtig, dass ihr ein Umfeld habt, das Bescheid weiß und auch damit umgehen kann, dass ihr eben noch an euch und euren Problemen arbeitet. Also zumindest diejenigen Menschen, die euch wirklich nahe stehen, die sollten da Bescheid wissen, aber auch wissen, dass das eben so ist und sie sich keine Sorgen zu machen brauchen, um die ihr euch dann auch noch kümmern müsstet. Da wäre dann ein offener Umgang sehr wichtig, auch gesellschaftlich. Und Grund Nummer 10, der komplex traumatisierte Menschen dazu veranlasst zu lügen, ist: Es fühlt sich einfach toll an, sich normal zu fühlen. Es fühlt sich einfach gut an, wenn man die Dinge, die für andere ganz normal sind, Freunde zu haben, einen Partner zu haben, eine schöne Wohnung und einen Arbeitsplatz zu haben, auch als etwas, das man einfach hat, kommuniziert. Also wenn man so tut, als wäre das bei einem auch so. Das kann bedeuten, dass man dann im Hinblick auf die eigene berufliche Tätigkeit lügt, dass man beispielsweise vorgibt, in einem ganz normalen Beruf zu arbeiten, obwohl das nicht der Fall ist. Oder einen Partner und Freunde zu haben, obwohl das nicht stimmt. All solche Dinge. Man möchte dann einfach nicht erklären müssen, dass man da anders ist als das, was man für normal hält. Und da ist es unter anderem wichtig anzuerkennen, dass es dieses Normal so eigentlich nicht gibt. Ihr könnt ruhig zu euch und eurer Situation stehen und dann von dort aus losgehen und schauen, was man noch aufarbeiten kann, wo man noch etwas aufräumen und zum Positiven ändern kann. Das waren jetzt die 10 häufigsten Gründe, die komplex traumatisierte Menschen dazu veranlassen, zu lügen.
Geht das einfach mal durch und lasst es auf euch wirken. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt schlagartig komplett aufhören müsst, diese Überlebensstrategie zu nutzen. Das wird so auch nicht möglich sein. Es geht vielmehr darum, euch das bewusst zu machen, da ehrlich zu euch selbst zu sein und zu erkennen, dass ihr vielleicht in einigen Fällen lügt, ohne es so richtig mitzukriegen. Und langfristig solltet ihr natürlich auf gesündere Strategien umsteigen. Ziel sollte es immer sein, euch sicher mit der Wahrheit zu fühlen. So, das war der zweite und letzte Teil zum Thema Lügen als Überlebensstrategie. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder schreibt mir was in die Kommentare. Und wenn ihr euch für das Thema persönliche Entwicklung interessiert, abonniert gerne meinen Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.